So, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht auch, ich habe Level 205 erreicht. Ich kann es irgendwie nicht sein lassen, ein bisschen zu leveln. Es geht einfach nicht. Ich will 225 werden. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass ich das zeitlich nicht schaffe. Aber darum soll es hier in dem Video nicht gehen, sondern um in den Item Shop. Und wir gehen auch direkt rein. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es ist wieder was Besonderes drin. Aber habt ihr wahrscheinlich schon am Thumbnail gesehen. Also fangen wir an. Zero ist wieder zurück mit passendem Rückenaccessoire. Ich habe den Skin ja wie... Hallo? Hör mich hier nicht in meiner Aufnahme, Fortnite. Der Skin an sich, ich habe den damals mir geholt, da habe ich gerade angefangen mit Fortnite. Aber ganz ehrlich, ich habe ihn danach nie wieder gespielt. Echt nicht. So, dann haben wir noch 0 Punkt mit drin. Also okay, aber halt auch nichts Besonderes. Dann Farbenbomber, den habt ihr mir geschenkt, danke nochmal dafür. Dann haben wir den Farbenkanonier, also wenn ich zwischen weiblich und männlich wählen muss, definitiv weiblich. Dann die Regenbogenwucht und der Farbenballon. Ja, ist halt eher für die etwas jüngeren oder eher für die Mädchen gedacht. Ich sage, der Skin geht noch vollkommen klar. Dann haben wir wieder das Falken-Clan-Paket dabei für 2800 V-Bucks, wo der männliche, der weibliche und der männliche Skin mit drin sind. Warte mal, zack, bisschen rauszoomen. Hallo. So, das ist der weibliche Skin. Das ist der männliche Skin. Dann der Falke. Also für 2800, ich weiß, dass der Kleider, glaube ich, schon allein sehr, sehr teuer war. Und dann noch die Pickaxe dazu, noch die andere Pickaxe und jeweils die zwei Rückenaccessoires. Also für 2800, wenn man beide Skins feiert, auf jeden Fall nice, denn allein der Falke kostet eigentlich schon 1,5. Der wurde damals sehr oft gekauft, das weiß ich nämlich noch, weil dieses Schreien vom Vogel halt einfach so nice ist. Aber ich glaube, auf Dauer nervt es ein bisschen. Und dann haben wir Biss wieder zurück. Glaube ich auch gefühlt. Entweder war er jetzt vor kurzem drin, aber irgendwie sagt der Skin mir so gut wie nichts. Der war 100% wieder lange nicht drin. Aber hat irgendwie, ist irgendwie eine nice Kombi, aber ich würde mir eher noch einen zweiten Stil wünschen, wo die keine Jacke an hat. Würde mir persönlich, glaube ich, besser gefallen. Und dann haben wir Sick wieder mit drin. Sick. Warum immer falsch rum? Ah, das ist halt so... Nee. Erinnert mich so ein bisschen an Revi. Ich weiß nicht warum. So, dann haben wir... So, bei den Emotes mach ich mal kurz den Ton laut. Achtung. Dann haben wir die Bürofahrt. Los, 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 los. Und jetzt kommt. So, das war's schon wieder mit den Skins. Die Fußball-Skins sind jetzt immer noch drin. Die Fußball-Emotes natürlich auch. Batman-Paket ebenfalls. Aber jetzt kommt's. Das Doppelagenten-Paket ist wieder drin. Für 2500 V-Bucks. Habe ich schon damals gesagt. Für 3 Skins. 2500 V-Bucks kann man definitiv nichts verkehrt machen. Also wer die V-Bucks übrig hat, gönnt euch. Dass die Pickaxe davon, also zu den 3 Skins, die Pickaxe, die kosten aber nochmal 1,2. Und letzter Lacherpaket natürlich immer noch drin. Und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen. YT-FamilyHack. Ich gucke mal gerade, ob schon irgendwas eingetragen ist, was V-Bucks betrifft. Yep, wir haben heute 2 V-Bucks-Aufgaben, einmal auf Stufe 40 und einmal auf Stufe 64. Bedeutet einmal 30, einmal 35 V-Bucks, also 65 in Missionen plus 50 Tagesaufgabe sind 115 V-Bucks. Doch ist richtig, müsste, boah, das Problem ist, wenn ich den Shop um 2 Uhr aufnehme, ist immer die Frage, ist alles up to date. So, dann würde ich sagen, war es das aber schon wieder mit dem Shop. Denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.